Ja, was ist denn hier los? Oh mein Gott. Der Bravour streamt mal wieder. Ja, damit einen wunderschönen guten Abend an alle, die jetzt schon am Anfang mit dabei sind. Ja, ich bin mal wieder als Fahrdienstleiter unterwegs. Und zwar in Train Driver 2. Und da sage ich erstmal an die ersten beiden Hallo im Chat. Und zwar der Corbinian Retzinger und der Üffizocker Utzbodder. Schön seid ihr da. Ja, wir machen FDL in Train Driver 2 in Lisco. Das hatte ich eigentlich gar nicht geplant, dass ich dieses Stellwerk mache. Und das war mehr so ein Notfallding. Kann ich das übernehmen? Hab gesagt, ja, okay, machen wir mal. Und habe mich dann recht schnell zurechtgefunden. Und dachte ich, ja, warum eigentlich auch nicht? Machen wir halt mal Lisco. Ich weiß nicht, wie gut der Stream sein wird, im Sinne von der Länge, denn momentan sind die Fahrpläne etwas mau. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Wir haben hier einen Zug, der soll um 18:21 ankommen, der endet hier, 18:47 endet hier, 52 fährt er durch und 19:03 endet hier. Das sind momentan die Fahrpläne. Für alle, die Lisco nicht kennen, das ist tatsächlich ein echter Bahnhof, den gibt es so in der Realität. Und ja, es ist jetzt tatsächlich mein erstes Mal, dass ich hier diesen Bahnhof hier mache. Zu den Ansichten. Links unten habt ihr momentan den Fahrplan bzw. die Züge zu den Zeiten, wann sie denn eigentlich abfahren sollten. Die Ansicht kann manchmal ein bisschen rumbacken. Wenn sie das tut, dann gebt es bitte Bescheid. Und zu eurer Rechten von dieser Ansicht habt ihr quasi das Stellwerk an sich bzw. das Stellbild. Das Besondere von dem ist, wir haben hier beim SBK-Stellwerk automatische Fahrstraßen. Ihr seht sie dann später in Action. Also ich muss ja nicht jede Weiche einzeln rumstellen, sondern ich kann wirklich Punkt A angeben, Punkt B und dann macht man die Fahrstraße dafür. So, erstmal schauen, wo mein Zug ist. Der 14008, der eigentlich ankommen hätte sollte, ist nicht angekommen. Zumindest noch nicht. Wir warten erstmal noch einen Moment. Der nächste kommt erst aus BK in 18:47. Rein von den Spawns. Wir haben hier den Spawn SBK. Und das ist quasi, wenn ihr das Stellbild habt, rechts. Da hinten sind die ganzen Perrons. Die Perrons sind quasi da, wo jetzt die Fahrstraße gerade reingelegt ist. Da sitzt hier ein Perron, drunter der zweite, dritte und vierte, wo man anhalten kann. Und wir haben rechts unten noch Anschluss. Wir haben dann in der Mitte jeweils zweigleisig und auf der linken Seite nochmal oben einen eingleisigen plus noch Industrieanschluss T-Pharma. Schauen wir uns gleich an. Lisco, Hauptspawn. Das Stellwerk an sich kennt ihr vielleicht schon. Asset, was man schon immer wieder mal verwendet hat. Da hinten ist die Abstellgruppe. Die ist bei mir momentan komplett leer. Und hinter dieser Abstellgruppe sind quasi diese Perrons, wo die Personenzüge halten. Wenn wir jetzt in die andere Seite schauen. Zweigleisige geht dann nach links weiter. Das Eingleisige geht dann nach hinten weiter. Und T-Pharma, das ist dieses Gleis da hinten. Schauen wir uns gleich an. Ich schaue mal kurz, was in SWDR abgeht. 2, 2, 3. Geht uns erstmal nichts an. Okay. Die Pharma haben wir ebenfalls einen kleinen Spot. Mit dem bin ich aber noch nicht so vertraut. Ich vermute mal, dass da, nein, Moment, dahinter ist ein Prellbock. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wo wir hier von der Lisco-Seite reinkommen. Mal ganz kurz schauen. Das hier ist Dead End auf jeden Fall. Wenn die Musik zu laut sein sollte, dann bitte schreiben. Und auch gern schreiben, wenn es okay ist. Dann weiß ich Bescheid.
Also das ist auf jeden Fall Dead End hier hinten. Ah, da haben die Diesel-Loks Spaß hier drin. Auch zweimal Dead End hier. Und im Original würden eigentlich hier Wagen stehen, aber ich bin jetzt mal so gespawnt, dass hier gar nichts steht. Das wäre quasi der Ladebereich hier. Aber wir hätten hier in die Farmer gut Platz. Ne? 1, 2, 3, 4 Gleise zum Beladen. Hä, aber geht's denn hier wieder raus? Und da klingelt's. Wer klingelt? Aus der Seite. Das dürfte dann BK sein. Nehmen wir mal ganz kurz an. Nochmal kurz kontrollieren. BK, ja, das ist da links unten. Der Zug aus BK, der endet hier. Das ist eine EN57. Und der hat einen Spezialwunsch. Was ist der Spezialwunsch? Agglomeration Course. Return via Otwoko zu Oniki. Okay, der hätte also gern einen neuen Fahrplan. Das können wir machen. Der Typ da hinten ist nicht mehr, so wie es aussieht. Wollen wir die Fahrstraße auflösen. So, wenn du einen neuen Fahrplan haben willst, wo schicke ich dich hin, damit du mir den Weg umgehst? Wollen wir reinschauen, von BK kommt nur ein Zug, der andere kommt alles von WI. Theoretisch könnten wir ihn da oben hinschicken, aber ich glaube, ich hätte gern eins bei da unten. Für alle Fälle. Wir wählen mal Signal C aus. Und hier den Button für die automatische Fahrstraße. Und jetzt sollte entsprechend die Weichen legen. Und die Fahrstraße stellen. Ja, wunderbar, das hat geklappt. Sehr gut. Ich bin glücklich. Rein vom Fahrplan. 21 Uhr eingestellt. 20 Uhr weiß ich noch nicht, ob ich das einstellen werde. Wenn ihr Fragen habt zum Fahrdienstleiter oder zu dem Stellwerk an sich, gerne jetzt während des Livestreams die Fragen stellen. Bin offen für fast alles. So, mir wird es aber immer noch interessieren, wo die Pharma eigentlich wieder rausgeht. Weil das ist hier Ende. Hä? Oh, da muss die Pharma doch irgendwo da hinten sein. Hier wieder raus. Hab ich da was übersehen? Das ist doch definitiv Ende hier. Hä? Wo kommt die Pharma rein? Hä? Das kann doch nicht sein. Moin, Dominik! Schön, bist du da. Das geht hier noch ein bisschen weiter. Hä? Okay. Das habe ich gerade... Nee, Moment mal. Das Gleis ist hier gesperrt. Aber auch wenn es gesperrt ist, lass uns doch mal nachsehen, wo das hingeht.
Moin zusammen, habt ihr mal eine Frage? Seit wann bist du Engländer? Lauter Flagge im Spiel. Gar nicht. Das ist mehr so ein Insider-Ding. Aber ich kann es gern auf Deutsch wieder einstellen. Wird jetzt im Stream nicht aktualisiert, aber ist jetzt auf Deutsch für alle anderen. Mats 32, okay, da hat sich jemand verewigt. 83210 ist jetzt da. Mal kurz schauen. 83210 vom BK. Das heißt, er kommt bei dem Stellwerk als erstes. Das ist der mit dem neuen Fahrplan. Und von Oniki sollte von WI dann bald was kommen, der will nach TW. TW ist der eingleisige hier links oben. Da frage ich aber erst an, wenn überhaupt die Anfrage von Oniki gekommen ist. Ah, das ist ein Bahnübergang mit diesem Geräusch, ne. Ihr leidet mit mir mit. Ihr habt die genau gleichen Geräusche, wie ich sie auf dem Kopfhörer habe. Bin mir aber nicht sicher. Wird der Fahrplan angezeigt? SWR? Ja. Okay. Ich wünschte, ich könnte dieses Klackern abschalten. So, was los? BK, DLA, 53100. Wer ist das? BK, nö, ist nicht. Noch nicht. In about 2 minutes. Disco-Prozess auf der GoTo, ja, yeah, okay. Standard-Ding brauche ich erstmal nicht bearbeiten. Sehe ich schon im Stellwerk? Nee. Aber das TV-Mahrzeug, das machen wir nochmal. Ich will wissen, wo die da reinfahren. Und an der Stelle danke nochmal an Zex, der mir gesagt hat, wo hier welcher Anschluss ist, beziehungsweise von der Beschriftung her. Denn rein vor dem SBK an sich war mir nicht klar, wo was ist. Ich habe das jetzt mittlerweile beschriftet und wer wissen will, wo was ist, rein vom Namen her, der kann bei uns im Discord-Server nachschauen, im Forum bei TD2. Da habe ich das Bild abgelegt. Aber ich wurde am Anfang schon ein bisschen nervös, als ich reingekommen bin und nicht gewusst habe, wo hier was ist. So, der fährt schon mal zu schnell. Ist ein guter Anfang. Ja, langsam kommen die Fahrpläne rein. Nochmal Rückfrage zur Musik. Passt es so oder Musik eher leiser? Ja, ich habe schon mal Tröten gehört. Jetzt sehe ich nach dem Stellwerk. So, da hinten ist er. Wie war das mit dem? Otsuboku noch Oniki. Alles klar. Abstempeln. Boah, da klingelt der nächste. Ach nee, das war die Auflösung von ihm. Until
Ach, und damit es spaßiger ist. Wisst ihr was? Machen wir Tag-Nacht-Rhythmus mit rein. Zyklus von... Ja, 12. Wunderbar. So, ab in das Stellwerk hier. Müssen dann da hinten auftauchen. Nö, das mit dem Abstempel ist jetzt nicht neu. Also, dass ich da die Ankunftszeit bestätige, das gab es ja schon immer. Und meine Ärzte sind verschwunden, nachdem er hier geendet hat. Ja, jetzt ist schon die Lichter. Jetzt klingt es aber wieder. Diesmal von links. BK, das ist dann vermutlich Shermin. Das kommt hin. FW und will nach Zori. Nehmen wir mal an. Gut, der fährt ein. Nochmal kurz kontrollieren. Shermin FW hat blockiert. Nach WI, Zori RB. Hat einen Personenhalt. Abfahrt 18:57. Davor haben wir noch einen von WI, der soll uns aber da mal nicht stören. Das heißt, wir wählen Signal C und den hier. Fahrstraße weggemacht. Dann hat der schon mal die Einfahrt. So, ich frage ihn trotzdem. End on you. Gut, der Ende der Kollege. Wunderbar. Ein Fahrplan weniger. Weg ist er. So, was macht die Fahrplanansicht? Ich glaube, tut sich aktualisieren. Wunderbar. So, mal ganz kurz umstellen hier. So. Ja, dann haben wir erstmal einen ruhigen Moment. Ich dachte eigentlich, das mit dem Abstempeln wäre klar. Ich meine, du hast ja hier einerseits Ankunft, Abfahrt, der gelbe für, wenn er bei dir mal stehen bleibt, damit sich dann die Pluszeit automatisch aktualisiert, finde ich noch mega praktisch. Aber halt auch, wenn er hier endet, also sieht er dann hier so aus, Zeit anklicken, optional, ich meine, da kommt es jetzt nicht drauf an, aber aufs Grüne klicken und dann ist der Fahrplan abgeschlossen. Ja, jetzt hier hinten rumlaufen. Macht irgendwie wenig Sinn, ne, wenn es dunkel ist. Andererseits Beleuchtung wäre da. Ich probiere es nochmal. Ich laufe jetzt hier nochmal nach hinten. Um zu schauen, ob ich da irgendwo ein Ende sehe, wo es rausgeht. Es muss ja fast auf der Seite sein. Wie sonst bist du da nicht reinkommen? Und wundert euch nicht, wenn hier mal so eine Laterne rausgeht. Das ist TD2. Ah, ich sag's euch, ich freue mich schon so auf morgen. Kommt die BR23 ins Lokorama. Ich muss heute noch die Sachen dafür vorbereiten. Stativ, Akkuladungen, Verlängerungskabel, hau mich tot. Denn meine Idee ist, um 14 Uhr kommt ja die Lok an, dass ich so um 13 Uhr ungefähr im Stellwerk bin.
Ich glaube, im Stellwerk 2 werde ich das machen. Und da die Kamera aufbauen und dann filmen, wie die Lok rankommt. Und dann quasi mit euch zu Fuß ins Lokarama reinlauf. Und da das alles weitere dann filmen. Ah, oh, das wird super werden. Ich glaube, hier geht es wirklich weiter. Oh, ich hab kein Licht. Okay, wisst ihr was? Wir stellen mal ganz kurz um. Ich sehe sonst einfach nichts. Ach, hier ist der Anschluss. Das habe ich voll nicht gesehen. Ja, und geht dann da hinten dann auf die Hauptstrecke runter. Ja, okay, alles klar. Dann wissen wir das auch. Gehen wir nochmal auf LS. Ja, das kommt hin mit der Kurve da hinten. Ich meine, wir könnten von da nochmal kurz schauen. Da nochmal die 20 von der Beschränkung her. Und genau das gleiche Gleis. Interessant, dass man auch hier ein Rangierende gemacht hat. Also da verstehe ich es, aber hier? Okay. Ja, und genau das ist die langgezogene Kurve von der anderen Seite. Okay, alles klar. Da kann ich es mir vorstellen. Also da hinten geht's ab. Wenn da jemand in die hintere Ebene reinfahren will, nur sagen, Diesel only. Bis erste. Was sagt der Fahrplan? Der erste ist offline. 1858, 1912, 1920, 44, 45. 52. Ja, Tschernamin hat blockiert. 350, 100. Den hat er auch angefragt. Ja, okay, passt. Ja, dann warten wir mal auf den. Ja, und da ist er. Moin. 53 100 hat einen Halt von 1 Minute und fährt nach WI weiter. Abfahrt 57, es ist jetzt 4:50. Fangen wir mal Zori RB an. Zori RB. BBL, los geht's. Und hat angenommen. Sehr gut. Ja, dann brauchen wir jetzt nur noch zuschauen. Außer er kommt auf die Idee. Ja, ich will hier enden. Oder defekt, was auch immer. Ja, bitte morgen von euch mit dabei sein beim Livestream von der BR23 aus dem Stellwerk. Also Start so plus minus 13 Uhr, 13:30 Uhr. Oh fuck, ich habe SOP noch gar nicht geprüft. Oh, SOP hat eine Störung der Kategorie 2 und 1. Seht ihr jetzt gerade nicht. Ich habe sich eingeblendet, aber schön. Geil.
Ja, die Station hat SOP. I'm loving it. Ich muss mein SOP irgendwo anders hinlegen, damit ich sehe. Ah, shit. Wo ist denn das? Kilometer 6, 9, 7, 1, 10. Das ist Kilometer 6, 7 da auf der rechten Seite. Ich vermute mal, das SOP-Ding ist weiter rechts. Bin mir aber nicht. Wer nervt. Ach, der Yoshi. 1965. Was ist denn das? Ach, das ist der andere Zug da oben. Yoshi sitzt in Oniki. Alles klar. Wissen wir Bescheid. Da ist er. Das war auflösen. Vor kurzem habe ich ja auch die Umfrage auf YouTube gemacht, was ihr denn gern in Zukunft mehr sehen wollt. Und das war ziemlich eindeutig. Fahrdienstleiter. Fahren war natürlich auch gefragt. Aber ihr wolltet Fahrdienstleiter sehen. Werde ich schauen, dass entsprechend in die Richtung mehr Videos kommen. Wird aber primär TD2 sein. Fahrdienstleitermäßig. Weil Simrail. Ja, da muss schon spannende Stellberg rauskommen, dass ich da ein Video mache. Oder längeres sozusagen. Als wie jetzt ein Update-News. Gerade die letzten zwei sind ja doch etwas monoton nach einer halben Stunde. Vor allem unten auf der langsamen Strecke. Und entschuldige die Ambulanz im Hintergrund. Das Fenster hier offen, was hier ein bisschen warm ist. Södre, der ist angekommen. Mal kontrollieren, Abfahrt 57, ja, ist zu spät. Signal S nach da. Du hast Fahrt. Los, weg mit dir. Da hat er es bestätigt. Und lauft erstmal noch rum. Okay. So, Abfahrt bestätigen. 3 Minuten Verspätung. Servus, mach's gut. Was ein bisschen nervig an dem Posten ist, ist, manche Tastenkombis, aber ich kann hier nicht weiter nach hinten laufen. So, gute Fahrt, mein Junge. Mach keinen Unfug, Inzori. Mal schauen, wer ist eigentlich alles unterwegs? Ja, ich glaube, fahrplantechnisch wird es halt langweilig werden. Es ist stationsmäßig wenig los und nach vorne mäßig. Ah, da hinten ist SOP. Ich sehe es orange.
Was zeigt mir SAP an? SAP schließt. Der tut mir jetzt gerade meinen Bahnübergang resetten. Cool, jetzt weiß ich, wo das auch ist. Ah, ich weiß nicht, viele lieben SAP. Gerade wegen Befehl schreiben, wenn es mal abkackt. Ich hasse es. Ich brauch's nicht, aber ja. Ich glaube, Yoshi war das, weil das gesagt hat. Ich sagte, je öfter du das machst mit dem, umso besser wird's und dann läuft's irgendwann. Dann ist aber nur so ein Dingens, was halt nebenbei läuft. Ich bereue es gerade ein bisschen, dass ich SOP nicht eingeblendet habe. Wobei, ich habe es eigentlich eingerichtet. Mal schauen. Ah, jetzt sieht es ja SOP. Aber ich glaube, das sieht gerade ein bisschen komisch aus. Ich muss es mal ganz kurz anpassen. Ich glaube, so von der Ansicht, Moment mal, machen wir es mal so. Ich glaube, so kann man es lassen. Gates are closed. Das sehe ich auch so. Und ich sehe auch, wer drüber fährt. Mal schauen, ob er sich wieder zurücksetzt. Ah, sie gehen wieder auf. Es sieht sehr gut aus. Ich glaube, mein Bahnübergang läuft wieder. Fürs Erste. Ah, ich habe immer beim Stream so Bedenken, dass ich euch da so viel einblende. Dann seht ihr eigentlich von der Hauptszenerie nicht mehr. Ich meine, das Stellwerk ist jetzt schon mega fett. Der Fahrplan ist fett. Jetzt auch noch SOP. Man hat halt einfach nur noch diese Anzeigen und seht einfach nicht mehr die eigentliche Szenerie. Ich meine, wenn man das so für sich spielt, ist das wesentlich praktischer, wenn man halt zwei, drei Monitore hat. Ich habe das halt so auf die Monitore verteilt, aber ihr sitzt es halt nur in einem Stream. Haben wir da hinten eigentlich noch irgendwas Spannendes? Warte mal, TM11? Jermin! Darfst du das? ...1914, Shermin. Bildkontrolle, das ist wie. Nein, darfst du nicht. Sorry. Du mal ablehnen. Nicht Profilcheck. Okay. So, ach Mann, ich wollte ja... Ich wollte es gleich prüfen. War abgelenkt. TM11. Okay, TM11. Das wird mir nur mit dem BK angezeigt. Der ist aber hier. Nee, das ist das da oben mit 16. Aber wenn ich jetzt den BK ändere. Ja, das ist der hier. Okay, das ist der Graubereich da oben. Weil... Handweichen. Okay. War da geschrieben? Unklar. Okay. Ich hab mir, bevor wir das selber gemerkt haben, dass es früh ist. Ach, ein Holzverlad haben wir hier. Mit Bauwagen. Okay.
schauen wir uns nochmal die Handweichen da hinten an. Okay, das ist die Weiche da. Ja, das funktioniert immer noch nicht. Jo. Dezent broken. Aber der Weiche an sich funktioniert. Jetzt muss ich mal gucken. Wir haben jetzt hier... Wo kommt der Zug? Hä, warum hat jetzt hätten wir nie's davor geblockt? Ach so, doch, das passt. Bei Hetman East kommt als erstes von WI. Um 19.14. Aber da kann ich trotzdem erstmal einen Spaß machen. D5, D3, EF. Wo habe ich euch? SZ, D5, D3, E und F. Oh, Gott, nebeneinander. Ich weiß, das ist ein alter Gag, aber sieht schön aus. Mit SCS sieht es noch wie geiler aus. Ja, alle Fahrt. Viel Spaß da vorne. Na, okay. Zurücknehmen. Wir wollen hier keinen Unfall verursachen. Na komm. So, Hetman East Fracht an. Kannst du warten. Warte mal, warum ist E doch am Blinken? Und D3. So, gucken wir mal. Hetmanis tut hier enden. 14861. Was bist du? Alles klar. Kannst hier einfahren und dann mal schauen, wie es weitergeht. Für den Fall, dass er noch ein Farb. Aber wei, war das jetzt schlau, was ich gemacht habe? Im Fall von einem Fahrplan. Glaube ich, hätte ich ihn gern woanders. Ja, mal schauen. Wenn der nächste kommt um 20 nach, wenn er so einen Fahrplan haben will, dann lasse ich ihn mal irgendwo auf die Abstellgruppe hinfahren. Und dann mache ich was für ihn. Irgendwie so. So, gehen wir mal in das Stellwerk hier. In die Richtung bitte. So, zweimal WI, dann einmal TW und dann halt wieder WI. Jetzt ja spannend. Ich glaube, das Stellwerk hätte ich am Freitag aufmachen sollen. Trotzdem für Samstag. Ist aber echt wenig los. Und Stationik, was sagst du? 12 Stationen, 14 Züge. Es ist überhaupt nicht Primetime. Da könnte man eigentlich Simrail fahren, ne? Oder Simrail Stellwerken. Atlas, WI, DNA, Planovo und 19 haben mich tot. Hm.
Ja, nee. Da musst du warten. 1920. 2 bis 3 Min. Bis frei ist. So, SOP ist auch happy. Dann bin ich das auch. Nein, jetzt hat er plus 4. Gut, ich könnte ihm auch sagen, er kann links kommen, ne? Ja, Yoshi, das habe ich mich auch schon gefragt. Also irgendwie ein großer Release von irgendwas rauskommen oder anderer Polen-Simulator? Das, was ich sage, my left would be free. Mal schauen, ob er den auf links schickt. Na, fragt an. Oh, ich habe da unten sogar noch das Licht an für falsche Richtung fahren. Das hat sich gar nicht zurückgesetzt. Ich glaube, ich tue das mal kurz zurücksetzen. Nur für den Fall der Fälle. So, nachdem wir so wenig sind, ich glaube, ich stelle schon mal auf 20 Uhr ein. Das wird hier so ein bisschen das Stretch-Ding. Schade eigentlich. Naja, mal schauen, wie... Was jetzt? Left Occupied 14861 ist abgefahren. Das ist der hier endet. Okay. Ja, also wegen morgen. Also ich mache erstmal den Real-Life-Livestream. Wird Katastrophe werden, wie immer. Aber wenn ich dann noch fit genug bin, schaue ich am Abend nochmal in TD2 rein. Ob es sich lohnt oder ob noch überhaupt ein gutes Stellwerk da ist, schimpfe ich da vielleicht nochmal. Aber wie immer, kein Versprechen. Wenn, dann komme ich kurzfristig an. Aber mit der BR23, es wird ziemlich sicher passieren. Uhrzeit ist einfach noch dynamisch, weil ich muss erstmal in Romanzon ankommen. Soll es aufbauen, das Stellwerk vorbereiten und dann starten. Und dann wird es halt Handyqualität sein. Also Studiqualität von Mike und Co. Könnt's vergessen, aber Hauptsache, ihr seht was Gutes. So plus minus der Plan. Und wer spontan Bock hat, der kommt morgen vor 13 Uhr ins Lokorama. Da kann er mit mir mitgehen, in das Stellwerk. Und natürlich bei der BR23 vielleicht ein bisschen rumtouren. Mal gucken. Alles ist möglich. So, mal wieder rein ins Spiel. Ich werde euch aber mal für 2-3 Minuten kurz alleine lassen. Ich bin gleich wieder bei euch. Ihr habt jetzt die Aufgabe, schaut aufs Gleis und aufs Stellwerk. Wenn was Doofes passiert, gebt mal Bescheid. Bis gleich. Ah, oh, warum jetzt? Wobei, das ist eh der hier endet. Komm mal kurz, hallo. So, jetzt übernehmt ihr.
So, da bin ich wieder. Nix ist kaputt gegangen. Das erste. Jemand hat geschrieben. Left 3WE. Von Shermin. WI, TV. Naja, was soll's. Ist frei. Schick her. Da ist er ja. So, einmal abstempeln. So, das war die Auflösung für ihn. Ja, jetzt kommt Shermin. Ja, komm her. Gut. Er ist da hinten. Also, Shermin. Shermin will nach BK aufs Zweigleisige. Hat einen Personenhalt von einer Minute. Wird eh nicht mehr planmäßig sein, so wie ich das sehe. Gib mir einfach mal plus plus. Mal schauen, ob er dann sagt, dass er geht. Ansonsten neuer Fahrplan. Yes. Entschuldigung. So, he is gone. Also, schreiben wir mal das hier wieder hin. Einfahrt von T nach O, bitteschön. Oben geht nicht. Wegen den Weichen, da fehlt meine. Ja, easy going. Aber halt WI, WI und dann einmal TW und dann wieder WI und dann wieder TW. Alles zweigleisig und vor allem da oben. Und da unten rechts passiert kaum was. Danach die Pharma. Wobei, weiß das jemand von euch? Kann man die Pharma offiziell enden? Ist das ein Ding? Weil die Pharma wird als Endanschluss gelistet. Zumindest im Forum. Man kann sie schauen. Und es wäre noch spannend zu sehen, ob man SPD einen Fahrplan machen kann, wo man sagt, okay, mit T-Pharma endet man. Ja, da müsste man hier als FDL schon ein bisschen aufpassen. So, SOP, immer noch happy. Noise. Sollen wir uns auf den Bahnsteig runterstellen? Ich glaube, das machen wir. So, einmal runter hier. Hallo? Ja, oder so. Geht's auch. Wobei noch besser, wir könnten uns da auf diese Brücke darauf stellen. Sofern ich da überhaupt drauf gehen kann. Und ich kann. Die Lampen sind so montiert, dass du hier den Kopf anschlägst. Mehrfach. Okay. Details. Wo stelle ich mich denn hin?
Ja, ich würde sagen, hier so. Dann haben wir das zweigleisige, das eingleisige. Und haben alles ganz gut im Blick hier. So als Vorschlag. Außer ihr habt jetzt eine bessere Idee, wo ich mich hinstellen könnte. Oh, das ist jetzt nicht wahr, oder? Minus 20 Minuten ist der MPE. Wie? Ist Shermin? Oh, der fährt dann gerade zu mir. Moment. Ach, oh, das ist dieser eine Zug da mit. Ich bin mir jetzt gerade nicht. Doch. Es muss fast der sein. Shermin, du hattest doch den für 1.30. Why? Okay, das ist. Hä, das ist komisch. Warum hast du nicht den anderen weggeschickt? Wo ist der andere? Das ist. Shermin, dann Lischko. Und warum hat er den schon abgestempelt? Komisch, aber okay. Also theoretisch können wir rechts blocken. Aha. ...1920. Oh, Niki. Packt für eingleisig an. Weißt du denn noch, Niki? Moment, aber jetzt klingelt es bei LK hier unten. Warum klingelt es jetzt dann nochmal? Ja, schön. Nein, nein, nein. Das gleiche Spiel können wir auch machen, ne? Wer ist denn von unseren Jungs alles noch da? Das ist echt nur der Yoshi. Der Yoshi hat 0 Züge. Was probieren? Geht das? Wir kontrollieren aber auch nichts ab. Okay. Oh, was? Man, das ist auch dumm. Du erwähnen hier. Okay. Der hat's mal kurz geklingelt. So, Shermin, was ist jetzt los da mit dem Zug da? Der ist schon plus 10. Oder schickt er jetzt den 19er auf links? Bleibt sich wie gleich. Okay, schauen wir mal, wer jetzt da kommt.
Ankündigungen habe ich keine gekommen, wer jetzt da kommt. Shermin, was schickst du mir? Sag mal, was wird das? Jetzt ist der Block wieder aufgelöst. Zum zweiten Mal. Hä? Termin hast du oder sparst du unten? Bis dahin erstmal Musik ändern. So. What is going on? Fragezeichen. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Gridlock hat er jetzt ja auch nicht. Meine Shermin sind zwei Züge. Das größte der Gefühle ist gerade Zori. Mit drei. Coming to you soon. Und warum löst du da den Block auf? Hä? Was zum... Ah, das ist jetzt der Typ da. Ja, jetzt mal doppelt kontrollieren. From VE, jetzt signal LST departing to BK. LST. Ja, da kommt auf der Link. Hä? Warum gibt er bei... Ja gut, das ist ein Ali-Key. Ja, nicht weiter hinterfragen. Und ne, andere Musik bitte. So, wir gehen mal auf das hier. So, Kollege, nach BK. 10 Minuten Verspätung, Otwoko. Es Otwoko 3, 4, 1, 1, 2, 3, 6. Otwoko, misch mal aus. Da ist eh nichts los. So, dann haben wir es aber abgefragt. Da ist er. Super Kiebel. Was ist das jetzt? Bisschen wie ein Da fahren wir gerade mal von links an.
Aber jetzt was, gehen wir mal runter und sagen mal hallo. Okay. Links sagt er, ist auch dicht. Mal gefragt, wann die normale Strecke frei ist für den Kollegen hier. Ich hab's gewusst. Ach nee. Auf dem Bild her. Türen sind offen. Fein. Lichter auch, alles in Ordnung. So muss es sein, Aselki. Gerade mal richtig machen. So viel zum richtig machen. Na, kriegt das selber mit. Ach, B also jetzt free. Okay. So, 19 fährt nach BK Otoko WA. Einmal blocken, bitte. Yes. Und Fahrstraße. Hätte ich jetzt nicht so gemacht, die Fahrstraße. Ich wäre über Signal F gegangen. Aber wenn er meint... Klingelt jetzt. Nochmal Schermin. Warte mal, dichte mal erstmal abstempeln. Und das ist Schermin FW, der was hier endet. Gut. Das war dieser Personenzug. Alter, der hat 28 Minuten PH in Schermin gehabt. Und ist von Otoko gestartet. Otoko, Oniki, Charmin, Lisco. Das war nicht gefahren. Aber jeden, wer will. Bitte da, das Signal. Hier rein. Ah, warum? Warum macht er jetzt die Fahrstraße nicht? Jetzt macht er sie. So, dann müsste es dann eigentlich über die Weiche dort drüber düsen. Yes. Zu schnell. Ah, jetzt weiche ich mir den Kretzmenis. Da haut es die ganzen Elkes regelmäßig raus. Auf dieser einen... Verbindung da rechts oben. Wo ist denn? WI vor 38177 381. Ah, nö, aber dann könnte man theoretisch links annehmen. No, but left would be free. Gott sei Dank habe ich da ein bisschen Spielplatz hier. Also wenn ich jetzt die Hauptstrecke abziehe, wären es dann 1, 2... 3, 4. Okay, er blockt left. Genau wie ich gesagt habe. Jetzt ist Perzo nach TV.
Der von Shermin FB, der endet ja hier. Das heißt, von Signal T kann der untere nach da oben düsen. Der blockiert den anderen nicht, nachdem er endet. Und dann wäre das geregelt. Das erste. Und sobald ich die Zeiten habe, frage ich dann für den Zug an für TV. Moment, LCS Perzo TV. 48 muss durch. Der andere fährt, kommt um 45. Ah, nee. Der hat ja plus 9. Keine Prio für den aus der Gegenrichtung von Lizizia. Doch, alles gut, Papa. Wie? Ja doch, das passt alles. War gerade für einen Moment ein bisschen verwirrt, so wie immer. Den Chat aufmachen. Bla bla bla. Ja, gut. Ja, da hinten scheint es auch einen Halt zu haben. Auf der zweigleisigen. Da ist er mal ganz kurz unten gewesen. Der Rugel. So, ab in das Stellwerk. Mit sehr viel Glück haben wir eine Doppel-Einfahrt. Aber ich glaube nicht dran. Man, der eine hat Ausfahrt, ist noch nicht drüber. Beim anderen weiß es nicht. Shermin, hast du da eine SBL? Ich glaube nicht. Bin mir nicht sicher. TV DNA 828. Das war so klar, dass du jetzt anfragst. Lass mal schauen. 82. Nee, sag ich ab. In about 5. Na, sagen wir mal in about 6 minutes. Der Zug, was on time ist, fährt zuerst. Da wollen wir jetzt nicht noch mehr Verspätungen verursachen, wie es eh schon hat. Doof? Ach da! Oh Mann. Komm, lass mich raus! Hallo. Nein, ich will raus. Okay. Dankeschön. Jo, ich glaube, das ist ein guter Spot hier. 381 ist abgefahren. Come on. Ist Bravo Free für 381722. Es
sind jetzt einfach noch viel weniger Stationen gefüllt. Was ist los? Es ist Samstag. Okay. 48. Ich warte noch einen kleinen Moment. Und dann schicke ich die Meldung raus. Also, an den Chat, ist irgendein Spiel rausgekommen oder DLC, wo jetzt gerade alle drin sind, was ich jetzt verpasst habe? Aber ich glaube ja nicht, oder? Komisch manchmal in TD2. Da habe ich immer noch keine Meldung von Shermin. Passend auf PL2. Ist auf PL2. Also, was sind ein paar? Also, 5, 6 Leute? Oder mehr als 10? Aber es was wir fangen an. Trabo BA. 6 Leute. Ja, okay. Dann ist noch so ein kleines Ding. Das wäre doch gewesen auf PL2 die große Party. Grabo BA ist frei. Geil. War im richtigen Moment. So, erstmal Hallo sagen. WebSocket Interruption Connection. Oh, geil. Ist jetzt ein Block macht hier drin? Ja. Oh, bitte kein Disconnect. Machen Sie falsch. Nochmal. Bravo BH. Bitte annehmen. Komm, Grabo, du schaffst es. Annehmen. Ja, und da donnert er vorbei. Ja. Hey, Grabo, was ist los? Ich weiß es falsch, aber trotzdem, Grabo, was geht ab? Ach, machen wir es dann nochmal. So, Grabo. Jetzt hat er. Was auch immer das jetzt gewesen ist. Okay. Fahrstraße kommt. Und tada. Sehr gut.
So, Abwart hast du. Sehr gut. Da hinten ist er. Hat er sich jetzt gerade auf Gegengleis eingestellt? Das ist Gegengleisbeleuchtung. Aber man kann sich bei TD2 nicht mehr so sicher sein. Die Lichter sind manchmal total schräg drauf. Ich sag erstmal nix. Also wenn es wirklich Gegengleis ist, dann hoffe ich mal, dass Level 12 das mitkriegt, dass er dann auf eingleisig fährt und er das nicht braucht. Ja, ciao Kollege. Ah, er wird schon mitkriegen. So, Chermin ist jetzt endlich mal am Blinken. FB. Ich habe jetzt noch den anderen Zug von TB. Hat man den Chat wieder aufmachen? So. Nein, das wollte ich nicht. 10169 ist da. Andere Stellwerk. Ja, was hier endet. So, abstempeln. Cool. Dann kann der gehen, sobald er da ist. Ja, I know. Ich habe noch 10 Minuten. Kriegen wir hin. No, der will einen neuen Fahrplan. Zur Sicherheit nochmal übersetzen. Okay, dann sagen wir ihm, ja, klar. Und online. Station. Bitte, danke. Machen wir schön nach Vorschrift. Irgendwas mit 40 Minuten. Kriegen wir hin. Ein Billo-Fahrplan. Nach TV werde ich dich schon mal nicht schicken, weil von TV kommen zwei Züge. Aber ich kann dich auf das Zweigleisige rausschicken. Da kommt gerade nichts. So, Chermin. Einmal lösen. Und TV ist wieder frei. Geil. Das heißt, Letizia kann blockieren. War das Letizia, was da geschrieben hat? Jo, war's. Okay. Na, Letizia, kommst du her? Wäre schon froh, wenn du das jetzt machst. EP07 plus P VMAX 125. Machen wir mal.
Boss B, 125, Lisko. Oh, der könnte wirklich von T-Pharma starten. Und vermutlich auch enden. Jetzt fragt Shermin an. Gebe ich dem noch eine Minute. Soll ich nicht? Ach, was soll's. Shermin, mach. So, Fahrplan. Du fährst noch B geradeaus. Aus. 40 Minuten. Oh, ist gerade irgendwie alles beschissen. 17 nach. Auf 49. Pacha. 2017. And in. Weißt du was? Da fügen wir noch was hinzu. Alexandro vielleicht. Geht gar nicht. Grabo. Ach, ich kann mir gar nichts machen, weil ich... Kann gar nichts Gutes machen, weil ich um 8 aufhöre. Moin Dieter. Ach zwei, wir bei dir enden. Ich bin um 20 Uhr leider weg. Sorry. Also, hä, warum enden in Zori? Fährt er noch weiter als mit Zori? Nee, okay. Ja, dann werden wir ihm das mal sagen, dass er dann da enden wird. Der Zehner wird das vermutlich. Ja, weg ist der Zehner. Dann hätten wir jetzt nur noch zwei Züge. Ich dachte echt, es wäre ein bisschen mehr los, aber ist, was ist. Aber ich würde sagen, Lisko macht man ein zweites Mal, wenn ein bisschen mehr los ist, weil ich glaube, auf der Station wäre sicherlich gut Party angesagt, wenn die Fahrpläne reinkommen. Oder was meint ihr? Was machen wir hier mal? Die Einfahrt von Shermin. Von da. Nach da. Warum machst du das nicht? Ach so. Er macht das nicht, weil ich doof bin. Ich klicke aufs Falsche. Warum jetzt schon wieder oben drüber? Jedes Mal.
Wieso schickst du den dann nicht über M drüber? Ist bis ist. Oder ist es mehr so ein Weichensport-Ding? Ich meine, was spart er sich da? 1, 2, 1. Genau gleich viel. Und nein, andere Musik bitte. Mal schauen, ob die ein bisschen besser ist. Ja, nicht optimal, aber besser als gar nichts. Simray gibt es jetzt, glaube ich, auch keine spannende Stelle, was wir irgendwie machen könnten. Beziehen könnte man wieder vorbeischauen. Oder servier sie. Da schreibt wieder jemand. Please tell me when the track will be free again von Letizia. Ja, Shermin. Spannend. Ja, mit. Du. Hallo, das ist du. Hallo. Ja. Was ist denn das du los? Ja, Mann. Ach was, D1 wieder dicht oder wie? Aber nachdem jetzt irgendwie D1 so entspassifiziert worden ist, müsste ich eigentlich mal mit einem Stresstest machen. Livestream auf D1. Mal schauen, ob ich durchkomme. Das fahrplanmäßig. Jetzt ist er abgefahren. Ernst jetzt? Jetzt erst? Ja, wow. Oh, das kann ja was werden. Ja, okay. Liebe Leute, ich würde sagen, an der Stelle machen wir erstmal Schluss. Ich werde die letzten beiden Züge jetzt hier noch abfertigen. Und dann war's das. Ich meine, war eine nette, feine Session hier in Lisco. Ich hatte wirklich gehofft, es wäre ein bisschen mehr los gewesen. Ich meine, das ist Wochenende, Samstag, aber ihr sitzt ja selber. Es ist einfach nichts los. Okay, jetzt sind jetzt ein paar mehr Züge dazukommen. Aber ja, es ist ein bisschen Flaute. Als Entschädigung, sehen, also, wenn man das so sehen will, sehen wir uns dann morgen in einem echten Livestream im Stellwerk Romanzone 2 höchstwahrscheinlich. Und dann gibt es einen Livestream mit der BR23. Da werden wir die Einfahrt filmen, werden Filmen aus dem Führerstand raus, je nachdem, was ich alles machen darf. Und vielleicht noch ein kleines Special im Stellwerk selber. Wird ziemlich chaotisch werden, nachdem ich alles mit dem Handy machen werde, aber irgendwas zwischen 13 Uhr und 14 Uhr werde ich auf YouTube und er gehen mit dem Handy.
Also bleibt da dran. Und ja, wird spannend. Ich freue mich schon auf morgen. Wird zwar vermutlich mega anstrengend werden, aber wird was. Und eventuell am Abend TD2. Aber das verspreche ich nicht. Das je nachdem, wie ich dann drauf bin. Also, liebe Leute, ich wünsche euch was. Bleibt gesund. Immer schön pünktlich bleiben. Und eventuell bis morgen. Ciao, macht es gut. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.